Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie man vielleicht schon unschwer erkennen kann, ich bin bestens gewappnet, denn für uns geht's heute unter die Erde. Wir sind auf der Suche nach einem Stollen. Genau. Anja, wo ist dein Helm? Mein Helm hängt hier hinten dran. Genau. Was wir jetzt hier erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Wir befinden uns heute auf dem Gelände einer ehemaligen Eisenhütte, die Ende der 1990er Jahre ihren Betrieb einstellte. Die Hütte war früher die größte in der Region und verfügte zusätzlich zu den Hochöfen auch über eine Stahlgießerei und eigene Eisenerzgruben. Von der damaligen Zeit sind heute noch viele Überreste vorhanden, die wir heute erkunden. Welche Steine? Da darf man nicht drauf kommen. Ich will jetzt auf einmal nicht mehr kommen. Komisch. Oh, Junge. Ja. Aber da hinten ist noch, glaube ich, du brauchst gar nicht bis hinten durchlaufen. Ja. Ich gehe jetzt zurück. Ja, da hinten ist Ende Scheiße. Komplett. Oh. Komplett die Schulter. Oh Gott. Es ist richtig. Richtig Schlacke. Oh. Gottes Willen. Ja. Meine Hose ist doch wohl auch schmutzig. Beste Idee. Lass mich Schuhe sauber machen. Und dann wird es nicht laufen. Ach, das will ich meine Schuhe aus. Mhm. Ich glaube, da ist das Ende. Oh, ja, da ist Ende. Da geht es dann etwas tiefer rein. So, next try. Mal gucken, ob jetzt hier der Eingang ist. Und drin ist er. Yeah. Wo sind deine Handschuhe? Rucksack. Ja, dann weißt du, was wir jetzt die nächsten 5 Sekunden zu tun haben. Die erste schwere Entscheidung steht an. Links bzw. geradeaus oder rechts? Ui. Ich würde sagen geradeaus. Also nicht das geradeaus, sondern das da vorne. Das da vorne? Das da, ja. Ja, aber da sieht auch schon sehr interessant aus, ne? Aber hier sieht's besser aus. Dann lass uns mal geradeaus gehen. Wenn du mich willst. Ja, ich will unbedingt. Wäre ja auch schön, wenn man irgendwo hier stehen könnte, ne? Ja, kannst du doch. Naja, also selbst ich kann hier nicht stehen. Leider. Ich frage mich gerade, was das hier war. Irgendwie sieht das, wenn du es so andersrum betrachtest, sieht es ein bisschen aus wie so ein Anhänger oder so, ne? Aber von der Seite aus gesehen, ja, sieht es irgendwas aus wie mit einer Kurbel, ne? Ja. Ist einfach nur noch jetzt ein Haufen Schrott. Ja. Ich weiß nicht, ob man das hören wird auf der Kamera, aber hier ist auf jeden Fall mega windig. Und hier nochmal das, was Anja gerade meinte, von oben für euch zu sehen. Aber es ist echt komplett am Rosten das Ganze. Erstmal hier durchquetschen. Oh Gott. Ja, und hier auf jeden Fall ein riesengroßes Absperrventil, oder? Ja, möglich. Aber hier beginnen auf jeden Fall schon die ersten Schienen hier unten. Und dann gehen wir jetzt auf jeden Fall auch lang. Scheinbar auf dem richtigen Weg zu sein. Ja. Schaut mal hier, Leute. Da steht Gummipackung 20.12.75. Oh, krass. Heftig, ne? Wann war das? 1975. Ja, ein paar Jährchen her, ne? Ein paar, ja. Komm jetzt. So, bevor ich jetzt an der Folge nochmal hier der Blick. Das sieht aus, wenn es da hinten. Nee, geht nicht. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen zugeschüttet und hier verlaufen die Rohre. Und hier geht es auf jeden Fall weiter. Und wie man sehen kann, man kann stehen. Sehr gut. Ja, sehr gut sogar. Oh. Natürlich scheiße mit dem Rucksack. Boah, hier ist ein richtig krasser, öliger Geruch hier. Riechst du das? Ja. Ich frage mich gerade, wofür diese Dinger hier waren. Ich weiß es nicht. Macht ja irgendwie wenig Sinn. Wenn hier Schienen sind, dass sie so mittendrin so. Vor allem, was
konnte man ja auch nicht bewegen irgendwie, ne? Dass sie dann so umgeklappt werden oder so. Leute, wenn eine Ahnung hat, schreibt es mal in die Kommentare. Boah. War richtig ölig, wie gerade. Ja. Der Bereich war ja auch so mega ölig. Aber jetzt ist es besser gerade. Das war gerade nur die eine Stelle, scheinbar. So schütten, ne? Ja. Hier das Rohrsystem. Ich denke mal, es lief verlief hier wahrscheinlich. Guck mal, hier ist auch, verlief das hier das ganz hinten hin. Da war es ja abgemacht worden, ne? Ja. Oh nee. Ach, Herr Jemine. Da geht's nicht weiter. Da muss man ja richtig krabbeln. Doch, da hinten geht's auch nicht. Aber es sieht für mich eher aus wie so ein. Wie nennt man das? Versorgungsschacht, wo wir uns hier gerade befinden, oder? Aber siehst du, dass die Schienen da weiterliefen? Ja, geradeaus, ne? Hm. Oder gehen die da vielleicht links rum? Boah, ist die Frage, ne? Ich glaube nicht, dass die sich so aus, dass ich dann im Schluss wäre. Nee, ich meine, es geht nach links weg, Anja. Ich geh mal gucken. Ich bin auf den Kopf wieder gestoßen. Gut, dass du einen Helm trägst. Ja. Aha, und da ist verschüttet, ne? Zugeschüttet worden. Ah, okay. Dann wollen wir mal den Weg wieder zurückgehen. Naja, da müssen wir wahrscheinlich doch die Abgabelung nehmen, die wir zuerst gesehen hatten, ne? Oder links an den Rohren vorbei. Ja, aber links an den Rohren vorbei kommt man wieder nach draußen. Nein, nicht da links. Wenn du davor stehst, rechts im Prinzip. Ja, okay. Aber wenn du den Rohrverlauf gehst, links rein. Ach du Schande. Sollen wir da hinten mal gehen? Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn mit den Schienen, die hier sind. Und hier find oben drüber alles zu. Also muss ja offenbar dieses Schienensystem noch viel, viel älter sein, als der Rest, der jetzt hier hingekommen ist, oder? Das könnte natürlich auch möglich sein, ne? Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Nee. Leute, vermutet es mal in die Kommentare. Es ist irgendwas gewesen, was so richtig flach war, aber das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Nee, denke ich auch nicht. Also, was machen wir jetzt? Ja, entweder wir gehen jetzt hier geradeaus durch, da geht es auf jeden Fall sehr weit, oder wir gehen wieder zurück bei der Abgabelung, die andere Abgabelung, ja. Ich würde sagen, erst die andere Abgabelung gucken, oder? Ja, dann komm. Gleich hier noch die Hose auf, ey. Oder mein Pulli. Oh. Oh. Hey, guck mal, hier geht's auch noch weiter, Anja. Guck mal hier, ganz alte Lampe. Was auch immer das jetzt hier war, ne? Tja. Hey, krass. Echt schwierig zu sagen, also hier könnt ihr nicht so wieder. Ne, Leute. Da oben war auch irgendwie eine Öffnung, die zugemacht wurde. Und hier haben sie einen Stutzpfeiler reingehauen. Das ist auf jeden Fall irgendwas, was hier den Ski gefahren ist. Aber krass, ja, wenn man da schaut, ne? Da dreht sich heute gar nichts mehr, ne? Autsch, mein Gott. Sag mal, bilde ich mir das nur so ein? Ich stoße mir häufiger den Kopf als sonst. Ja. Jetzt über einen Helm tragen. Ich habe mir jetzt auch schon dreimal den Kopf geschossen mit diesem blöden Helm. Ehrlich. Sonst haben wir uns nie den Kopf geschossen. Nee. Ohne Witz, ne? Nie. Ja, und jetzt mit dem Helm dauernd. Ja. Ich glaube, den können wir auch nur ein, zwei Mal tragen, danach ist der kaputt. Ja, ich glaube auch, ey. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier bei der Abgabelung, die wir vorhin schon gesehen haben. Das sieht auch aus, als wenn es von oben runtergefallen ist. Und ja. Hier ist
so einen riesen Erdpropf, sag ich jetzt mal. Und hier geht's auch. Ach mein Gott! Ich kann mir den Weg sparen. Geht nicht weiter. Ja, ich habe mir jetzt halt schon wieder den Kopf gestoßen, ne? Ich glaube, dass dieser Abstand, weißt du, normalerweise kennt man ja seine Höhe, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Guck mal, normalerweise könnte ich vielleicht hier sogar noch stehen, keine Ahnung. Ja. Aber hier hast du ja ein deutlich größeres Stück, weißt du? Ja. Keine Ahnung, wie oft wir uns jetzt schon die Rübe gestoßen haben. Ja. Ja, heißt, und geht's eventuell da hinten weiter, wo wir vorhin gesehen haben, wo man kriechen muss, ne? Mist, ey. Wie kriechen? Bei den Röhren können wir doch vorbeigehen. Ja. Da muss man nicht kriechen. Muss man nicht kriechen? Nee. Okay. So, da geht's ein Stück runter, ne? Okay. Da jetzt. Hat das nicht was gesagt von, die kann man normal laufen? Naja, ich kann mir auf jeden Fall stehen. Normal laufen habe ich jetzt auch gemerkt, dass man das nicht kann. Hey Gott. Hier links geht's weiter. Aber es sieht auch wieder sehr, naja, eng aus. Warte mal eben gucken gehen und du wartest hier mit dem Rucksack. Ja, können wir machen. Weil ich habe die Vermutung, dass es hier schon zu dem Stollen halt hinführt. Weil diese dicken fetten Rohre. Gott, ist hier nur ein Weg. Ne? Ja, weil die dicken fetten Rohre lässt ja schon darauf schließen, dass hier eventuell die für die Belüftung früher mal waren. Da hat aber auch keinen Sinn hier. So, da hängt der Rucksack. Wer übrigens wissen möchte, was wir immer alles so mitschleppen bei unseren Abenteuern, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr auf jeden Fall einen Link finden, der geht zu unserer Website und da ist eine ganz ausführliche Liste, was wir alles so dabei haben. Und ihr könnt auch sparen, und zwar solltet ihr Interesse haben an OLED-Taschenlampen, die wir benutzen, da könnt ihr nämlich satte 10% mit unserem Rabattcode sparen. So Leute, Anja hat gesagt, ich kann da hinkommen. Also Rucksack schnappen und dann da hinten durchquetschen. Oh, ich freue mich. Na, ich versuche mal eine andere Taktik. Und zwar versuche ich einfach mal hier durchzurobben, weil oben diese ollen Rohre sind mit diesen Metalldingern. Oh. Ah. Ich habe den Rucksack, ja, und ich habe jetzt auch keinen Bock, dass der jetzt gleich komplett schmutzig ist, aber ich glaube, den können wir eh gleich waschen. Hier kann man wieder normal laufen. Ich glaube, ich reiße mir heute noch die Hose auf. Anja, hm? Weißt du, woran mich das hier erinnert? Nee. An was? Schlackebahn. Habe ich fast gedacht. Das erinnert mich richtig an Schlackebahn. Ja. Unfassbar. Ist ja schon ein bisschen so ähnlich, ne? Oh, wir sind gleich so dreckig, ne? Gut, dass wir Ersatzklamotten im Auto haben, ey. Da hinten geht es auf jeden Fall mega lang weißt weiter. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Guck mal, wenn du das Licht mal wegmachst. Da hinten, siehst du das? Das ist so ein bisschen hell. Das ist irgendwie Tageslicht. Ja. Komm. Siehst du das da hinten? Ja, aber ich glaube, wir sind irgendwie vorbei. Da musst du kriechen dann, ne? Den letzten Rest. Ach du Scheiße. Ja, schaffst du schon. Was ist das hier für eine Tour, Leute, ey? Guck mal hier, ich komme auch. Da kommt die Luft rein. Ja. Das war übrigens so Spaß, ne? Den Zulatoren gehen, dann kannst du wieder ganz normal laufen. Nee, zum Glück. Die Luft kommt auf jeden Fall von da hinten. Von da. Jetzt geht's hier auf jeden Fall lang. Da geht's lang. Und da geht's lang. Was ist mir auch passiert? Ja, das war sehr matschig hier. Ja. An der Stelle zumindest. Gut, dass hier Wasser ist und wir gleich unsere Füße wieder, also unsere Schuhe wieder sauber machen können. Genau. Die Füße. Keine gute Idee. Mein Gott, ist das hier matschig, Leute. Richtig matschig. Und wieder den Kopf gestoßen. Das sieht so krass wie Schlackebahn aus, ne?
oder? Mhm. Mega heftig. Komm mit. Ja, man sieht es, da geht's auf jeden Fall auch nicht weiter, also wieder zurücklatschen. Ah, guck mal, hier ist wieder so eine Schütte. Ja. Die Schütze, guck mal, hier die Lungen. Die sind von da hinten hier hingefahren, weißt du? Mhm. Und dann hier beladen. Und sind dann vielleicht weiter in die Richtung gefahren oder umgekehrt halt, ne? Auf jeden Fall, ja, hier auf jeden Fall die Schütte, die die Loren beladen hat. Und guck mal, was wir in die andere Richtung so finden, ne? Also die Helme haben wir ja von einem netten Zuschauer zugeschickt bekommen, von unserer Amazon-Wunschliste. Wer uns übrigens noch was Gutes tun will, die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin aber irgendwie so semi-begeistert. Ich glaube ganz ehrlich, Anjane, maximal 3 bis 4 Touren, dann wird auf jeden Fall der Helm lieber sein. Ja, denke ich auch. So oft den Kopf jetzt schon gestoßen. Ich denke, das wird vielleicht auch eine Gewohnheitssache sein, ne? Ja, ja. Dein Helm hängt schon auf 7:30. Ja? Ich bin auch schon immer die ganze Zeit am Rumrappeln, gucken, dass er irgendwie einigermaßen sitzt. Aber sobald ich irgendwo gehe, ja, genau, das ist das Problem. Oh Mann, ja gut, gucken wir mal weiter. Genau. An der Stelle sieht man auf jeden Fall nochmal, wie es eigentlich ja, ungefähr ausgesehen hatte. Also im Prinzip hier sieht man die Schienen, also wo die Lore hätte drüber fahren können oder drüber gefahren ist. Mhm. Und ja, da hat sich der Teller im Prinzip gedreht, also die Scheibe gedreht und ist dann vielleicht da reingefahren oder wieder zurückgefahren. Mhm. Ja, und da sind auch wieder so ein Kipper, ne? Also so eine Schütte, ne? Ja. Wo halt was rauskam. Ne? Ja, genau. Heftig. Man sieht auch hier kurz noch zugemauert, ne? Ne, aber hier sieht man auch noch ein bisschen die Schiene, siehst du das? Ja, klar. Und hier dieses Rohr, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Lüftungsrohr, ne? So Lüftungsrohr von einer Klimaanlage oder so. Ja, oder von so einem Trockner. Ja, stimmt. Ui, hier auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Das war nicht runterrutschen. Ne, oder durchbrechen. Oder durchbrechen, das könnte etwas nass werden. Schon wieder Kopf gestoßen. Jetzt kommt ein Teil, den wir auch aus der Schlackebahn kennen. Schon wieder Kopf gestoßen. Mensch. Hier wurden. Jede Menge Kabel, wie man sieht. Jetzt geht es da komplett weiter. Lass uns da wieder rausfinden. Wow. So, nochmal ein Blick auf meine Schuhe, meine Hose. Und ist auf jeden Fall bis hier auf jeden Fall nass geworden. Aber meine Socken sind auf jeden Fall trocken. So Leute, die erste Tour mit Helm überstanden. Auf jeden Fall jetzt schon einige Schrammen. Ich sag mal so, wir haben überstanden, der Helm. Naja, geht so noch mit ein paar Schrammen. Ja Leute, wir müssen noch mal schauen, ob wir vielleicht hier noch irgendwas anderes finden. Weil ich glaube, das, weswegen wir eigentlich hier sind, haben wir jetzt gar nicht gefunden. Nee, es war auch sehr interessant hier. Also auch. Hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Genau. Aber es ist nicht das, was wir gesucht haben. Weil das ist noch ein bisschen krasser und noch ein bisschen interessanter. Genau, und schreit also nach einer Fortsetzung, würde ich mal sagen, Anja, oder? Ja. Wenn euch das jetzt trotzdem gefallen hat schon, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ne? Genau. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und auf jeden Fall noch einen Kommentar schreiben. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao. Ciao.